So, seid gegrüßt. Part 5 Uncharted Drake's Fortune. Ich habe mich ein wenig beruhigt. Ich weiß. Letztes Mal war es ein bisschen stressig. Wir sind jetzt hier nach wie vor im Bunker. Jetzt habe ich das vorhin extra so positioniert, um hier einen schönen Screen am Anfang zu haben. Das sieht schon toll aus. Muss man ja sagen. Zuletzt wurden wir verfolgt von diesen abgefahrenen Viechern. Und mal schauen, wie es jetzt weitergeht und ob mich Drake weiterhin zur Weißglut treiben wird. Mal schauen. Okay, das hat schon mal geklappt. Sehr gut. Knacki? Tau, Tatsache. Wisst ihr was, dann gehe ich erstmal runter. Okay. Es fängt fantastisch an. So wie es aufgehört hat. Oh, okay. Okay, okay. Alles klar. Es geht regulär nach oben. Jetzt habe ich es auch eingesehen. Zack. Oh, das macht er gut. Das macht er richtig gut. Das sieht total anstrengend aus. So. Gucken, geht's jetzt runter? Ne, immer noch nicht ganz runter. Oh oh. Schneller, Drake. Aha! Gut. Gut, gut. Klapp, 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 klapp. Oh oh. Bis gleich irgendwas abfällt. Er hat's. Alter. Alter, Drake. Guck mal, da musst du doch sicherlich ran. Sehr gut. Was? Kannst du hier nicht? Oh, ist das creepy, Mann. Ich habe hier rechts auch schon einen Schatz glitzern sehen vorhin. Den lasse ich ungern liegen. Muss ich mich hier runterfallen lassen? Ich weiß nicht. Ich glaube eigentlich eher nicht. Ich wüsste auch nicht, wie ich hochkommen soll. Ich glaube, da kommt man so oder so später noch hin. Was habe ich eigentlich für Waffen dabei? Sehr gut, keine Munition. 10 Schuss für die Schrotflinte. Ah, okay. Und hier macht mir die Kamera wieder ein bisschen das Leben schwer. Okay, es ist dunkel, es ist creepy, es ist vermodert, es ist verlottert. Und war hier irgendwas? Nee, gell? Nö. Alles klar. Bis hier gleich wieder diese komischen. Sullivan, melde dich. Ach, es nützt nichts. Ich habe hier drin keinen Empfang. Bis hier gleich wieder diese komischen Mutantenviecher auftauchen, die ein bisschen ätzend sind, da sie mich two-hitten. Hier liegt irgendwas rum. Oh, cool. MP40. Nice. Weil ich beinahe glaube, hier in dem Gang wäre die Schrotflinte ein bisschen vorteilhafter, aber neue Waffe benutze ich direkt. Gott, ich höre irgend so eine knurrende Geräusche. Gott, oh Gott. Was ist das? Okay, gucken wir uns den Raum erstmal ein bisschen an. Oh, der ist groß, verdammt, ey. Der ist verdammt groß. Was zum Teufel war hier los? Ja, hier wurden doch bestimmt abgefahrene Nazi-Zwillingsexperimente durchgeführt. Auf jeden Fall, sind das eigentlich Leichen hier? Nee, haben die Leute alle ihre Waffen vor Schreck fallen lassen? Ah, okay, ein altes
Ein alter Projektor. Liegt hier sonst Flaschen? Gashahne, Hähne, whatever. Munition kann ich eh keine mehr aufsammeln. Für meine Offhand hätte ich gerne noch was. Oh nein! Ja, war ja klar, dass sie kommen. Down, sehr gut. Der MP40 brauchen sie zum Glück nicht so viel. Ist es, war es jetzt eine MP40? Ich weiß es gerade jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall mal lieber mit der Waffe im Anschlag hier durchbewegen. Möchte mich ungern drehen müssen, wenn Gegner kommen. Was sind das hier eigentlich? Oh Gott. Stirbt er einfach nicht? Interessant. Was sind das denn für Viecher? Ob das die ehemalige Besatzung ist? Oder irgendwelche decent-mäßigen Untergrundviecher? Ah! Scheiße! Oh shit, Alter. Voll erschrocken gerade. Ich werde jetzt aber zum Glück den Raum hier mehr Munition holen. ...105 ist die höchste, glaube ich, ja. Und da ist die Belastungsgrenze. Ja, okay. Eigentlich ist es ja keine Belastungsgrenze, aber vielleicht auch doch. Okay, hier kommen die Gegner. Insofern ist hier vielleicht ein bisschen weniger los. Oh, hier liegt eine Menschenleiche. Zufällig ein Schatz? Nein. Okay, ich hätte gar nicht zurückgehen müssen. Hier liegt auch Munition rum. Ich treffe ihn gar nicht, kann das sein? Ich bin hier lieber vorbereitet. Okay, also diesen T-Gang bin ich gegangen. Oh, Alter, ist das... Okay, gut, hier ist zu Ende. Aber liegt hier vielleicht ein Schatz für mich? Nein. Außer bedrohlicher Cello-Musik. Wirklich hier nichts. Oh Gott. Ich baller sie alle weg, die Missgeburten. Oh Gott, oh Gott. Ah, vorne glitzert was. Ich sehe dich glitzern, glitzeriges Gold. Okay, so einen Gang mag ich überhaupt nicht. Das muss der Generatorraum sein. Ach, wir sind schon da. Ah, Munition, die liegt hier wenigstens gut rum. Ich glaube, wenn hier irgendwas drin wäre, dann wäre es schon gekommen. Ich weiß auch noch gar nicht, ob ich den Generator jetzt schon aktivieren möchte oder ob ich mich erstmal weiter hinten umgucke. Aber ich orakel mal, dass es da hinten nicht weitergehen wird und ich so oder so wieder hierhin zurücklaufen werden muss. Zurücklaufen muss? Werde zurücklaufen müssen. So, das ist doch mal ein Satz. Okay. Einfach da, wo die Leichen den Boden säumen, werde ich wohl schon gewesen sein. Okay, hier war ich wohl auch schon, oder? Oh, da hinten war ein Schatz, ich wusste es doch. Hat sich doch gelohnt, hier hinzugehen. Noch eine Leiche. Ein Schatz. Goldene Affenfigur. Klasse. Okay, also jetzt wieder zurück.
Wie sind wir denn vorhin gelaufen? Okay. Ich glaube von hier. Also wenn mich alles nicht alles täuscht, dann müsste das hier der große Raum von vorhin sein. Es täuscht mich alles. Oder doch nicht? Ja doch, okay. Also dann hier gleich links. Einmal kurz kratzen. Okay. So, ich habe mir auch mal ein paar Aufnahmen angehört. Es ist wirklich penetrant, dieses Geschnaufe, das ich an den Tag lege. Also an sich ist es wahrscheinlich gar nicht mal so schlimm, wenn man es jetzt nicht direkt ungefiltert oder ungeschützt in das Mikrofon rein husten würde. Da klingt es nämlich immer extrem kacke. Ah ja, genau, das war hier. Ich hoffe einfach mal, dass ich da einen Weg finden werde, das ein bisschen runter zu pegeln dann im Endeffekt im Schnitt. Die Stellen muss man schauen, dass das aufwandstechnisch alles hinhaut und sich rechnet. Und des Weiteren werde ich mir, denke ich, einfach mal spätestens im nächsten Projekt ein neues Headset besorgen. Okay, der Generatorraum. Hier waren wir ja schon. Haben wir sogar schon abgesucht. Insofern glaube ich nicht, dass hier noch Gegner sind. Wobei vorhin die Figur auch einfach aufgetauscht ist. Das Vieh ist ja auch einfach wieder gekommen. Okay, liegen hier dann keine Lugas noch rum oder irgendwie so? Ich muss den Generator wieder aktivieren, also... Oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Okay, ich weiß nicht, was hier gehen könnte. Oh. Nein, doch nicht. Okay, nee. Ja, vielleicht kommt man doch mal von da durch. Ah, hier. Was das? Das hier war's. Ja. Andere Richtung, okay. Das war's schon. Aus. Ein Glück. Hey, easy. Oh. Alter, ich kann mich halt gar nicht sehen. Lad schneller nach. Ich habe mich jetzt hier mal in der Ecke versteckt, damit sie mir nur von einer Seite kommen können, im besten Fall. Nein, das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Okay. Zu früh nachgeladen. Zu früh nachgeladen. Jetzt ist es wieder zu spät zum Nachladen. Jetzt muss ich die nächste Welle abwarten. Ist die Frage, wie lange geht das hier noch so weiter? Jetzt schon dadurch? Nein, kann ich nicht. Okay. Mir deucht, ich muss mich bewegen. Muni, Muni, Muni. Hol dir die Munition. Ich höre hier irgendwas rumcreepen. Ist das der Weg, den ich nehmen muss? Ich glaube schon. Hallo? Ey, solange ich hier die Chance habe, Munition zu sammeln, nehme ich sie natürlich mit. Okay, hier hätte auch noch welche gelegen. Ist das hier der gleiche Gang, aus dem ich vorhin kam? Nee, oder? Das ist irgendwas anderes hier.
Oh, Mann. Fuck, ey. So eine Tür aufgemacht. Na, komm. Komm. Ich glaube, der kommt nicht. Jetzt kommt er. Okay. Oh, merke, erst Munition aufsammeln, wenn man nachgeladen hat. Los geht's. Oder? Okay. Ah! Ist noch einer. Oh, da habe ich schon auf Nachladen gedrückt. Ich würde echt mal interessieren, sind das hier, ist das hier die ehemalige Stationsbesetzung oder sind das irgendwelche Monster? Ah! Shit! Ey, wenn mir hier die Munition ausgeht, ich bin am Arsch, Alter. So eine Tür habe ich jetzt gerade aufgemacht. Komm, Muni, Muni, Muni. Die ist echt wichtig jetzt. Ist es die Tür hier, die aufgegangen ist? Nee, oder? Bin ich gerade hergekommen? Ja. Nee, doch nicht. Oder etwa doch? Oh, ich weiß es nicht, Leute. Ja, wieder verkackt. Sehr gut. Okay, wohl nicht. Aha. Okay, erstmal der nervige Notfallmodus ausgegangen. Sieht schon lange nicht mehr so bedrohlich jetzt aus. Prima. Die Dinge hier sind jetzt unter Strom. Die Musik ist immer noch spannend wie eh und je. Insofern glaube ich nicht, dass vorbei ist. Große Frage, kann ich jetzt vorbei, ohne einen Stromschlag zu kriegen? Ja. Aha. Fuck you! Hier noch mehr Munition? Kann ich? Ich bin ungern unvorbereitet. Okay. Ich höre noch mehr. Ich höre sie doch. Ich höre euch doch. Was? Das waren schon 30? Krass. Okay, ich habe keinen Plan, wo ich lang muss. Ah! Nein! Oh, Drake! Oh, Drake, nein! Du musst nachladen. Okay, das... Alter. Oh Gott, war das mies, Alter, scheiße. Oh Gott, frisst er mich? Alter. Scheiße, Mann. Okay, welcher Teil ist das jetzt hier? Ja, kommt schön alle hier von der Seite, bitte. Der Alarm ist leider wieder an, sprich, wir müssen den ganzen Teil jetzt gleich nochmal machen. Ganz schön korrekt von denen, dass die nach einmal zuschlagen erstmal abhauen. Nein! Okay,
Okay, ich merke aber schon, die Checkpoints werden deutlich rarer gesetzt jetzt. Noch mal ein bisschen, mit, bisschen mehr Speed hier machen. Vielleicht können die Viecher auch mal ein paar Granaten vertragen. Oh, holy, Alter, ist das nervenaufreibend hier, sowas. Das ist schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Ganz schlimm. Na, kommt. Oh, lad nach, Drake, lad nach. Alter, was ist denn los hier? Oh nein. Hier kommen ein bisschen mehr als vorhin, habe ich das Gefühl. Jetzt ist es im Arsch, Alter.